Das denkwürdige Wiener Derby zwischen der Austria und Rapid lässt auch drei Wochen danach noch niemanden kalt. Das Ergebnis ist allerdings längst passé, vielmehr steht nach wie vor der umstrittene Polizeieinsatz im Mittelpunkt der Diskussionen. Wir erinnern uns, 7 Stunden lang wurden mehr als 1300 Fans von der Polizei eingekesselt, Personalien aufgenommen. Angeregte und heftige Diskurse folgten, das Thema bewegte das ganze Land, auch österreichische Politikranten schalteten sich ein. Nun informierte die Rechtshilfe Rapid über mögliche rechtliche Schritte der Rapid-Fans gegen die Polizei. Die Rechtshilfe organisierte eine Informationsveranstaltung, bei der etwa 200 Leute zugegen waren. Der Sprecher der Rechtshilfe, Helmut Mitter, erklärte im ORF bei Wien heute, wir werden versuchen, alle rechtlichen Möglichkeiten auszuschöpfen. Da gibt es die Maßnahmenbeschwerde an sich, in weiterer Folge aber auch weitere Möglichkeiten. Diese wären zum Beispiel, da gibt es eine Richtlinienbeschwerde, es geht um das Amtshaftungsgesetz und letzten Endes behalten wir uns vor, bei besonders schwerwiegenden Fällen und die gibt es eine Sachverhaltsdarstellung an die Staatsanwaltschaft zu übermitteln. Zudem sollen Folgeschäden und gesundheitliche Probleme der Fans begutachtet werden. Auch der Club selbst war mit dem Polizeieinsatz nicht einverstanden. Am Donnerstag soll ein Treffen zwischen Rapid-Boss Michael Kammer und dem Landespolizeipräsidenten Gerhard Pistel stattfinden. Bundesliga-Zuschauer, Rapid mit Minus, Austria mit Plus, Club-Zuschauer, Schnittdifferenz zur Vorsaison, Prozent, SK Rapid Wien 156. 30.017. 367 bis 11,6, SK Sturm Graz 96.05 110, 672 3,2, FK Austria Wien 94. 51.210. 501 29,5, Red Bull Salzburg 81. 5.929.066 21,9 LASK 45.3725.0410 Neuwacker Innsbruck 39. 1.894.354 32 Seychellen Rupien und 90 Cent Alltag 36. 1.774.020 bis 11,1 Wolfsberger AC 32. 9.163.657 18,0 TSV Hartberg 32. 1.683.574 65,9 SKN Sankt Pölten 30. 3.313.370 11,2 FC Admira 24. 3.302.703 19,7 SV Mattersburg 18. 3.522.039 bis 55,5 Gesamt 687. 2.906.364